Für Bürgermeister Jens Börnsen läuft der Ball zwar noch nicht ganz rund, umso zufriedener ist die Bremer Band Swinging Fireballs mit ihrem ersten Auftritt im Reich der Mitte. Diese Geschichte heute Abend war wirklich was Besonderes. Also ich meine, wenn der deutsche Botschafter vor der Bühne tanzt und den Daumen hochstreckt, das ist natürlich eine total große Bestätigung. Nicht nur die Politiker und Unternehmer, auch die Musiker nehmen bleibende Eindrücke aus Peking mit nach Bremen. Wir gehen auf den Platz des himmlischen Friedens, um den Platz des himmlischen Friedens zu fotografieren. Und die Chinesen fotografieren nicht den Platz des himmlischen Friedens, sondern uns. Erst ganz verhalten und heimlich und dann stellt man sich einfach dazu. Also es gibt Bandfotos und wir haben jetzt chinesische Bandmitglieder, wenn wir nach Hause kommen. Das muss man seiner Freundin erklären können, aber das kriegen wir schon hin.